Azu, wir haben 1:0 in Hohn gewonnen. Azu, wie hast du das Spiel erlebt? Ich war zufrieden vor Ergebnis, weil ja, wir sind im Ausbeiz gewonnen und gut kortet und ja, das ist sehr gut. Ich finde, das ist gut. Am Ende der zweiten Halbzeit ist es etwas spannend geworden, etwas eng geworden. Warum ist das so? Das ist schwer, aber ja, natürlich, Gegner ist kortet gut. Und aber unser kortet auf besser spielen. Und ja, ich auch, weil ich habe ja viele Fehler gespielt. Ja. Ja, das ist mein Lieblingspunkt. Und ja, aber ich muss Top gemacht. Ja. Und zweite Halbzeit. Ich habe viele Chancen. Ja. Das ist nicht gut. Apropos Tore, du bist ja eigentlich Mittelfeldspieler. Jetzt bist du Stürmer. Ja. Du hast schon 4 Tore erzielt, gleich viel wie Max. Ja. Wie gefällt dir die neue Rolle? Ja, das ist super. Ich mag Stürmer, aber ich spiele wie falsch neu. Ja. Ja, das ist gut, und weil viele Pass bekommen und ja, natürlich, ich kann schießen, ich kann passen, ich kann halten den Ball. Also, neue Rolle ist gut für mich. Ja, und ich mag Lionel Messi. Ja. So wie Lionel Messi spielen. Ich spiele wie Lionel Messi. Okay. Jetzt spielen wir am Freitag wieder gegen Hohn, aber jetzt im Tivoli zum Heimspiel. Ja. Was muss man denn besser machen? Ich finde letztes Spiel auch gut, aber nächstes Spiel zu Heim. Ja, wir müssen gewinnen. Und ja, letztes Spiel habe kein Tor gemacht und mein Ziel ist Tor. Und ja, unser Ziel ist gewinnen. So ja, vielleicht Gegner wechseln taktisch. So, aber wir können gewinnen. So ja, voll Gas geben, 100% geben. Das ist ja super. Wie wichtig ist für dich die Unterstützung der Fans? Unterstützt? Der Support der Fans? Support? Ja, ich finde Wacker Fans so geil und super am Feiern zum Spiel. Ja, vielleicht der nächste Spiel auch super am Feiern. Und ja, ihr habt Spaß zu spielen. Okay, also dann hoffe ich und wünsche uns allen, dass wir viel feiern können nach dem nächsten Spiel, nach dem letzten Spiel vor der Winterpause. Ich bedanke mich sehr für das Interview und für dich alles Gute. Danke.